Ungefähr 2 Wochen nach der Schwangerschaft bestellen wir die Patientin zu einem Termin, um ein Ultraschallbild vorzunehmen. Der mit hochauflösenden Geräten durchgeführte Ultraschall gestattet es uns, eindeutig zu erfahren, ob die Implantation korrekt ist. Wir nehmen zu diesem Zeitpunkt bereits den Herzschlag des Fötus wahr, ebenso wie eine eventuelle Anomalie, die auf ein zukünftiges Problem hinweisen kann, weshalb dies das Diagnosewerkzeug ist, das uns den Erfolg der Behandlung bestätigt.